So, ich grüße dich. Hallo. Das Thema feinstoffliche Energiefelder. Ich hoffe, ich bin zu sehen, zu verstehen. Also, übrigens vielen Dank für dein Interesse an diesem Video. Also ist dir das bewusst, also die Wirkung dieser feinstofflichen Energiefelder? Ich habe sicher auch schon was darüber gebracht, aber einfach wieder mal ein Update, so ganz spontan, vor einigen Minuten sozusagen, habe ich einfach das Bedürfnis gehabt, über dieses Thema zu reden. Also feinstoffliche Energiefelder, also du kannst dir das am besten so vorstellen, also gut, du weißt sicher schon was darüber, zum Beispiel kann man das morphogenetische Felder nennen. Es gibt auch andere Begriffe, aber einfach nochmals in meinen Worten und sicher an dieser Stelle noch eine kleine Einfügung. Also das ist jetzt einfach mal von mir der Ansatz. Also es gibt sicher noch andere Ansätze. Also ich habe da nicht die alleingültige Wahrheit gepachtet und so. Und vielleicht magst du auch aus deiner Sicht irgendwas dazu sagen. Diese feinstofflichen Energiefelder, das ist einfach der neutralste Begriff sozusagen. Also wann kommt der zum Zuge oder einfach so kurz wie möglich? Was hat es auf sich? Also du weißt ja selbst, du denkst, du fühlst die ganze Zeit, ja, und das, was du hauptsächlich denkst und fühlst, das geht in entsprechende, man könnte schon fast sagen, Sammelbecken, energetische, also feinstoffliche Sammelbecken, also in entsprechende Energiefelder. Wenn ich sage Sammelbecken, dann geht nicht bloß das, was du denkst, in dieses Sammelbecken, sondern eben auch das, was andere Menschen denken, geht auch in dieses Feld oder in dieses, also man kann sagen, Energiefeld oder Energiesammelbecken oder wie du dem auch immer sagen möchtest. Also das heißt, also es gibt natürlich verschiedenste Energiefelder, feinstoffliche Energiefelder oder Energiesammelbecken mit verschiedenen Themen. Ja, genau. Also das heißt, wenn du, also da kommen, also alle Leute, die sich immer wieder und beständig und auch stark sich über eine gewisse Sache Gedanken machen oder etwas glauben, ja, die längste Zeit darüber denken, ja, dann geht halt alles, also von allen Leuten geht die gleiche, also diese Thematik in ein entsprechendes Becken. Also das heißt, wenn du jetzt intensiv zum Beispiel immer wieder die ganze Zeit, jeden Tag immer wieder denkst, ja, auf dieser Erde wird es schöner, harmonischer, friedlicher und das wird wunderbar und wir werden da eine wunderbare Erde, neue Erde erschaffen und so, um mal eben ein konstruktives Beispiel zu bringen. Und du betreibst das jeden Tag relativ intensiv, ja, und gleichzeitig machen das auch noch andere. Ebenso wie du, also denken auch das Gleiche, ja, dann fließt das in dasselbe Energiefeld, Becken, Sammelbecken hinein und wird immer größer, größer, also so wie ein Ballon, der immer größer und größer wird. Und was das Schöne ist, also was das Gute ist, das wirkt dann eben auch wieder zurück. Also das heißt, das hat ja Rückwirkung. Ich finde jetzt gar kein anderes Wort. Das heißt, das, was ich da jetzt von verschiedenen Menschen, die eben das jetzt denken, was ich jetzt gesagt habe, also je stärker dieses Sammelbecken, dieses Energiesammelbecken, also dieses feinstoffliche Energiefeld wird, desto stärker hat das dann auch wieder Rückwirkung. Also beziehungsweise das möchte dann eben immer mehr auch in die Realität, also das möchte sich dann entsprechend manifestieren, ja, also das kannst du so, also die Rückwirkung kannst du so verstehen, also das hat dann eben auch
einen immer größeren Effekt, dass sich dann eben entsprechendes immer mehr auf dieser Erde manifestiert. Eben zum Beispiel das schöne, harmonische, friedliche, also das, was ich jetzt genannt habe. Selbstverständlich ist es eben deshalb auch wichtig, zu wissen, eben, was man ständig denkt oder was man andauernd denkt oder was so der Hauptteil des Denkens ist. Natürlich, wenn man ständig denkt, ja, also die Erde ist verloren, die Erde geht bachab, die Menschen werden immer dümmer und weiß nicht was alles, dann passiert das natürlich auch auf der negativen Seite. Das heißt, es gibt logisch, es gibt sowohl konstruktive, feinstoffliche Energiefelder wie eben auch, was habe ich jetzt gesagt, konstruktive, feinstoffliche Energiefelder oder Energiesammelbecken oder Sammelbecken für die entsprechenden Gedanken und Gefühle. Und es gibt eben auch negative, ungünstige Sammelbecken oder also feinstoffliche Energiefelder. Alles Mögliche als feinstoffliche, was eben die entsprechenden Gedanken und Gefühle und Haltungen und so der Menschen da sammeln. Also das ist eben, weißt du, eben, das ist eben genau der springende Punkt. Es ist eben wirklich nicht bloß entscheidend, was du selbst denkst, ja, und auch fühlst, sondern was auch andere tun, was auch andere machen, weil eben diese Potenzierungssache oder diese Verstärkungssache, sowohl für Konstruktives, für Negatives, also das ist nicht ohne. Also das heißt, also man kann da wirklich viel im Konstruktiven wie aber auch im Negativen bewirken. Ja. So nach meinem Gespür, wenn ich jetzt gegen zum Schluss zu diesem Video gelange, ist das sicher meine beste Erklärung bisher, was diese feinstofflichen Energiefelder betreffen. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich da sagen wollte. Sonst einfach bitte melden und wie gesagt, du kannst auch gerne deine eigene Meinung da schreiben, ja, sehr gerne deine eigene Empfindung schreiben oder so, wie du das siehst, mitteilen. Ja, in diesem Sinne, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, für dein Hinsehen und Hinhören und bis in einem anderen Video. Mach's gut, tschüss.